Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Bei mir ist wieder Samyang Sunday, beziehungsweise produziere ich das gerade für Samyang Sunday, denn in letzter Zeit kamen so viele Prime Chucks. Die Leute haben gesagt, wo ist die Samyang Sucht? Warum trinkt er nur noch Prime? Was ist bloß aus diesem Ramse geworden? Ihr wolltet mehr Kochvideos. Jetzt habe ich mir überlegt, okay, jeder Wunsch ist mir natürlich Befehl. Ich habe mir im Schrank was rausgesucht, was ganz Besonderes. Das wird eine Dreier-Komponenten-Folge. Und zwar habe ich diese Cups im Schrank rumliegen gehabt. Und das ist zwar kein Samyang, das ist aber was ganz anderes. Hier habe ich nämlich drei Becher, wo jeder Becher eine einzelne Challenge ist. Die, wie heißt's? Can or Not Challenge, falls ihr das schon mal gehört habt. Wir haben einen Becher mit Ghost Pepper, der muss richtig heftig sein. Hier steht nämlich auch drauf, dass der 1 Million Scoville haben soll. Wir haben einen Becher Ghost Pepper Cheese, der natürlich, weil er auch Ghost Pepper hat, auch 1 Million Scoville haben soll. Wir stellen uns heute aber erstmal dem kleinsten Becher mit der niedrigsten Scoville-Anzahl und das ist dieser Habanero Spicy Chicken. Habanero ist kein Ghost Pepper, Habanero ist Jonas, ne? Das ist richtig genial. Und auf der Skala hier drüben erreicht das 350.000 Scoville. Hier steht noch dabei Bell Pepper 0 Scoville, Jalapeno 8.000 Scoville, Cayenne 50.000 Scoville, Orange Habanero 350.000 und das soll dieser Becher ungefähr sein. Ihr habt hier also so eine pinke Schrift, da steht Habanero drauf. Ihr habt hier Spicy Chicken steht da dabei. Smokin' Spicy Perfection 83 Gramm. Dry Instant Noodles Mikering Segera. Das ist also Nudelcup, da kommt im Prinzip Wasser rein. Das wird dann aber wieder raus. Das kommt raus im Endeffekt wieder, dass ihr nur Nudeln mit scharfer Soße habt. Das klingt auf jeden Fall schon mal cool. Hier steht auch nochmal dabei. Feelings burn with a double dare. Can or not challenge 2. Can or not challenge 2. Auf den hier stand die 1 drauf. Das heißt, die haben erst mit Ghost Peppers angefangen, mit dem brutalen, und haben sich dann noch die mildere Variante überlegt. Wir fangen aber mit der milden Variante an. Hier steht auch noch dabei, Warnung, dann nochmal wie du das machst. Du musst alles komplett leer essen, ohne zu trinken. Dann musst du es überhaupt mal überleben und dann sollst du es in den sozialen Medien, Netzwerken posten. Aber mir geht es wirklich darum, wie das schmeckt und ob das richtig scharf ist, denn eigentlich müsste es schärfer sein als Samyang Bulldog. So, wie man das hier oben macht, muss ich mir jetzt mal angucken. Ihr müsst nämlich, ihr habt hier einen bestimmten Bereich, wo ihr dann mit einer Gabel reinstecht zum Wasser ablassen und einen vorderen Bereich, den ihr jetzt öffnen sollt, um erstmal die Inhalte rauszunehmen bis auf die Nudeln. So, ihr macht das bis hier auf, habt jetzt hier eine Gabel drin, habt jetzt hier irgendwie Pulver drin. Und habt jetzt hier Soße drin, das ist auch wichtig. Jetzt ist hier nur noch ein Nudelnetz drin. Das müssen wir jetzt übergießen mit heißem Wasser. Und dann hier hinten drauf, hier musst du mit der Gabel ein Loch reinstecken, um das Wasser dann abfließen zu lassen. Dann kannst du es ganz aufmachen und die restlichen Inhalte dazu packen. Ich koche jetzt kurz Wasser, gieße das hier ein und dann müssen wir warten, bis die Nudeln fertig sind. So, die Katzen versuchen wieder die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Das heißt, wir müssen weitermachen mit den Nudeln. Das Fach ist auf. Hier kommt jetzt heißes Wasser rein bis zu dem Strich. Und solange wie die Nudeln dann weich werden, füttere ich kurz die Katzen. Die haben eigentlich noch 20 Minuten. Die werden immer um 8 gefüttert, aber in letzter Zeit, ne, die Gemüter. So, wir füllen das jetzt hier ein. Ich lasse es jetzt hier so stehen, damit ich besser die Linie sehe. Heißes Wasser bis zur Linie. Junge, wie viel Wasser passt da rein? So, jetzt ist Wasser drin bis zur Linie. Es ist auch heiß, es dampft, man sieht es bestimmt nicht. Kann man das hier irgendwie so machen, dass das beschlägt? Keine Ahnung. Das lassen wir jetzt mal 5 Minuten stehen.
dass diese Nudeln weich werden. Und ich muss es nachher noch 20.000 Mal zeigen. Ich werde die wahrscheinlich nicht aus dem Becher essen, sondern dann auf dem Teller machen, dass man den Becher und den Teller fürs Thumbnail hat. Das möchte ich, dass das besser aussieht. So, ich habe den Becher jetzt mal kurz hier stehen, denn ich möchte es genauso machen, wie es wirklich auf der Verpackung steht. Ich habe hier das Siegel auch geschlossen, hier so rumgemacht. Und hier, dieser obere Bereich, soll jetzt mit einer Gabel eingestochen werden. Bestechen wir einfach hier hinten ein Loch rein. Ich packe die Gabel bis hin, habe jetzt hier ein Loch von der Gabel. Und durch dieses Loch soll man das Wasser dann rausschütten, sodass auch ja keine Nudeln mit rausgehen. Einfach nur das Wasser abfließt, ihr weiche Nudeln habt, wo die richtige Soße dran kommt. Keine Suppe, sondern wie bei Samyang, wie ich die immer mache. Und das finde ich jetzt schon richtig genial. Ich bin auch gespannt, wie scharf die sind. Weil Samyang haben ja im Prinzip nur 8.000, 12.000, je nachdem, welche ihr habt. Aber die hier mit 350.000. So, den nehmen wir mit rüber. Da ist der Becher ohne Wasser. Wir machen den Deckel jetzt ganz ab. Das soll so sein. Jetzt habt ihr hier die Nudeln drin. Schön schlapprig. Wir machen dieses Tütchen hier auf. Ich weiß nicht, was es ist. Shinsegae Food. Ein gelbes Tütchen. Okay. Wir reißen es einfach auf. Und haben hier drin jetzt Flakes, so wie es aussieht. Oder warte mal. Während alles andere immer Sesam war, Sesam und Algen, wirkt das jetzt hier so ein bisschen auch wie Chilisamen. Erstens ist das alles feuerrot und knüppelhart, richtig weich. Und sieht eher aus, als wären das wirklich Chiliflocken. Vielleicht aber auch Sesam und Chili. Ist auf jeden Fall rotes, feuriges Pulver. Wir stellen es mal wieder hin, weil wir haben ja jetzt hier noch Soße. Wir haben noch Soße dabei in so einem roten Beutel. Das ist bestimmt noch richtig ölig und abartig. Hier steht Mamé drauf. Soße und Sauce, beides. Das schneiden wir jetzt hier oben auf. So, Vorsicht. Und quetschen uns das jetzt auch hier drüber. Ihr seht, das ist auch wie Mousse. Wie richtig dicker, fetter, schleimiger Mousse. Erinnert mich an die Samyang Buldak Curry Nudeln. Da habe ich auch immer gesagt, das sieht aus wie Pflaumenmousse, wenn ich mir die Soße da drauf gemacht habe. Die war auch immer so richtig dick und richtig dunkel. Wenn man das aber dann rumgemacht hat, in den noch ein bisschen feuchten Nudeln, war das richtig gut, weil sich's verteilt hat, aber gleichzeitig auch an den Nudeln gehaftet und eben eine richtig dicke Soße war und keine Suppe. Ich mag keine Suppe. Ich brauche das immer, dass es richtig brutal ist. So, jetzt schmeißen wir das hier oben drauf. Haben jetzt hier richtig fette schwarze Soße drin, die wir jetzt noch rummachen müssen. Ich glaube, das Ding hier, das spare ich mir. Das ist ja im Prinzip ein Spielzeug. Also du klappst das hier so um. Jetzt hast du so eine Reisegabel, aber damit machst du nichts. Wir machen die Nudeln im Topf jetzt so rum, also in dem Napf. Das muss ich richtig verteilen, dass die Nudeln schön sauciert sind, dass das alles dran ist. Und im Thumbnail würde man da ja gar nichts sehen. Deswegen glaube ich, ist es eine gute Idee, die Nudeln dann auf den Teller zu legen, vom Teller zu essen und den Teller mit dem Becher daneben als Thumbnail reinzuhalten, oder nicht? Sieht man das, wenn ich die Nudeln jetzt so habe? Ja, aber man sieht halt dann nur das. Dann weiß man ja wieder nicht, was das ist. Für Thumbnail hätte man das auch so zeigen können. Ich glaube, ich lasse es drin. Ich glaube, ich lasse es in dem Becher und versucht den Becher zu essen, denn sonst bleibt schon wieder so viel Flakes und so viel Soße am Rand kleben. Ihr seht ja hier, das sieht auf jeden Fall mächtig aus. Den Becher halten wir halt noch mal rein, irgendwie fürs Thumbnail. Zack. Und jetzt bin ich gespannt. Habanero Spicy Chicken, 350.000 Scoville. Ob wir es schaffen, den ganzen Becher zu essen. Ich traue mich gar nicht.
Mach ich hier einen auf Dennis von It's Time for a Challenge. Nehm jetzt hier auf, eine Gabel und rein damit. Also ich denke mal wirklich, dass das Chili-Flocken sind. Denn immer wenn irgendwo Chili-Flocken drauf sind, hast du sowas Trockenes, Strohiges, was ich absolut störend finde beim Essen, wenn die auf einen Döner Chili-Flocken machen. Es ist erst saftig und immer wenn du auf die Chili-Flocken drauf beißt, denkst du, da sind Fußnägel drin, weil die sich so schlecht zerkauen lassen und so schlecht essen lassen. Jetzt kommt auch richtig schön Schärfe auf. Aber wir nehmen mal eine zweite Gabel. Ja, ist okay. Hab gerade gemerkt auch, dass die Brille beschlagen ist. Beim Gabel aus dem Napf ziehen. Ich wollte bei der ersten Gabel sagen, Samyang schmeckt definitiv besser. Aber ich muss sagen, die zweite Gabel war besser als die erste vom Geschmack her. Habe jetzt auch salzige Noten, habe würzige Noten, habe schärfe Noten. Man gewöhnt sich an die Chili-Flocken. Musst du wirklich aufpassen, wie du atmest. Wenn du einatmest und noch so eine Chiliflocke dir in den Hals fliegt beim Atmen, das ist richtig schlimm, das ist richtig tödlich. Oh, ich merke auch schon, das ganze Gesicht wird warm, die Augen schwitzen, die Augen tränen. Ich wollte gerade sagen, ich finde, so scharf ist das gar nicht. Ich glaube, Samyang Bulldog ist schärfer. Aber ich glaube, je mehr man isst, desto mehr merkt man, dass es immer weiter anzieht. Dass die Nase auch jetzt die ganze Zeit läuft, ist auf jeden Fall auch ein richtig gutes Zeichen. Da ist auf jeden Fall Bums dahinter. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her hatte. Ich glaube, ich habe auf Amazon das Dreierpack von diesen Nudeln mal gefunden, vor Ewigkeiten, das dann bestellt. Wenn nicht, war es bei eBay. Ihr könnt ja einfach mal Ghost Pepper Ramen eingeben. Da werdet ihr bestimmt was finden. Was ich auf jeden Fall gut finde, ist, dass das jetzt nicht einfach hier Wasser auffüllen, bis da oben hin rumrühren und dann zum Trinken mit viel Brühe, sondern dass es wirklich der Hauptaugenmerk auf den Nudeln liegt, mit diesen Chili-Flocken, mit der Soße, mit der öligen, scharfen Soße. So, der Becher ist leer. Du merkst es auch. Guck dir das an. Du merkst es richtig, der Becher ist leer. Es ist alles nass. Ich traue mich jetzt nicht, irgendwo hinzufassen. Im Endeffekt mache ich mir noch was Scharfes dann in die Augen. Das ist nicht gut. Ich sag mal, es ist ein fähiger Konkurrent für Samyang. Sowohl was Schärfe betrifft, wie aber auch Geschmack. Denn je mehr ich gegessen habe, desto köstlicher fand ich es und habe mich trotzdem schon auf die nächste Gabel gefreut. Auch wenn man das jetzt nicht so merkt. Aber wenn ich Too Spicy esse von Samyang, wenn ich Three Spicy esse von Samyang, brennt mir auch der ganze Mund.
habe ich auch rote Lippen, schwitze ich auch, die Nase läuft. Das ist da so, das ist hier so. Und dafür muss ich sagen, bin ich echt positiv überrascht. Hätte noch krasser sein können, aber wir haben ja noch zwei Becher vor uns. Wir haben ja immer noch Ghost Pepper Cheese. Das würde ich im nächsten Video machen mit 1 Million Scoville. Und der Endgegner dann Ghost Pepper Spicy Chicken. Weil ich denke, durch Käse ist es wieder milder trotzdem. Und einfach ohne Käse nur Ghost Pepper müsste ja dann der Endgegner sein. Aber Habanero Spicy Chicken, cooler Cup, sieht gut aus, spüle ich mir aus, werde ich mir vielleicht aufheben, ins Regal stellen, wieso nicht, ist eine Stiftbox, kannst du da reintun. Wenn ihr die mal probieren möchtet, dann schaut mal, ob ihr die irgendwo findet. Habanero Spicy Chicken Cups irgendwie suchen bei Google, werdet bestimmt was finden. Das war der Samyang Sunday, ohne Samyang, aber trotzdem richtig scharf. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, das war die Can or Not Challenge 2 und das nächste Mal gibt es die Challenge 1.